Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute Call of Duty World War II, die Kampagne Part 2. Heute ist Operation Cobra dran und ich würde sagen, wir starten. Der D-Day ist jetzt 7 Wochen her. Wir brechen aus der Normandie aus und drängen ins Landesinnere vor, um Marigny zu sichern. So kontrollieren wir die Straßen und pflügen quer durch Frankreich nach Paris. Die Befreiung steht bevor. Mission starten. Rekrut. Die Jungs und ich, wir schlagen uns ganz gut. Nicht gut genug für Pearson, aber was soll's. Wer weiß, Schatz. Vielleicht kehre ich Weihnachten schon heim zu dir mit ein paar Medaillen auf der Brust. Aber zuerst erobern wir Marigny. Schmeling gegen Lamotta. Schmeling würde Lamotta K.O. schlagen. Niemals. Und Schmeling ist ein Nazi. Ich würde ihn einfach abknallen. Ja, die benutzen ihn doch bloß. Er hatte keine Wahl. Wir alle haben die Wahl. Also Nietzsche sagte, es gibt nur Staaten. Genug davon, okay. Was ist mit Lewis gegen Sugar Ray Robinson? Meinst du Lewis 1938? Robinson gewinnt ganz klar. Hey! Sieh an, wer wieder hier ist. Ich dachte, du hast noch eine Woche. Ja, ich habe gehört, ein paar echt harte Typen stehen kurz vor Marigny. Wenn der Plan aufgeht, sind wir bis Weihnachten zu Hause. Steh nicht so rum, zeig her. Na gut. Nicht übel, was? Oh. Ach, gibt Schlimmeres. Schön, dass Sie wieder da sind, Private. Ich freue mich auch, Sir. Okay, Männer. Die Gelegenheit ist günstig. Wir starten einen Ausbruch aus der Normandie. Das wird nicht leicht. Die Hecken werden stark verteidigt und es gibt Meldungen von deutschen Panzern in der Nähe. Aber wenn wir Marigny einnehmen und sichern, kommen wir hier raus. Und wenn Sassman selbst ein Messer im Bauch nicht aufhält, hält uns auch kein Deutscher auf. Das Glück ist mit den Siegern, Sir. Für Turner ist unser Schutz von höchster Wichtigkeit. Abmarsch! Warum kommt einem der Krieg immer in die Quere? So, da sind wir wieder. Okay, los geht's. Hier steigen sie auf den Panzer, alles klar. So eine Wunde ist erst in 8 Wochen verheilt. Bin bereit, Sergeant. Sie haben mein Wort. Oh, Ihr Wort, ja. Ist das so, Sussman? Das ist einen feuchten Dreck wert. Es geht Ihnen gut, ha? Huh? Hab mich noch nie besser gefühlt, Sir. Okay. Kratzen Sie nur bitte nicht ab. Panzer unterwegs! Ich versuch's, ja. Ist ja ganz was Neues. Ich denke, Pearson mag dich. Wie ein Tiger den Hirsch mag. Na los, na los! Nur gespannt, was diesmal passiert. Also der erste Part war schon extrem geil. Und was ist mit dir? Ich konnte euch. Mal schauen, wie der zweite ist. Spaß ist unter Pearson nicht erlaubt. Weißt du, wieso er dich immer so triezt? Kasserinpass. Hat meinen Freund verloren. Ja, brachte ihm Artikel 15 und eine Degradierung. Er musste so streng sein. Seine Männer haben bezahlt. Die Mission war ein Reinfall. Ein Massaker. Die Nazis waren gnadenlos. Wir haben nur überlebt, weil sie keine Zeit hatten, den Westgang zu versiegeln. Ich habe wegen dem alten Mistkerl fast alles verloren. Turner ist noch nicht drüber weg. Er war es auch, der ihn angeschwärzt hat. Aber Pearson denkt, wenn ihr ein Musterplatoon werdet, wird das gestrichen. Wir sind also eine Streichkolonne. Ja, langsam kapierst du es. Deshalb wird er niemals aufgeben. Er tötet, um es zu entfernen. Hey, wisst ihr, was ich will? Schalt futtern. Du hast gerade gefuttert. Scheiß auf, Toast zählt nicht. Hey, wie wär's mit Barbecue, hä? Wir hatten keine Chance. Was wär's da mit dem offenen Sarg? Das ist jemandes Sohn. Deutscher. Daniels hat recht. Die sind nicht alle böse. Von da kommen auch Kepler, Mozart. Die aufregen. Marlene Dietrich. Ich gleich interessant. Nicht zu vergessen ihre Erfindungen. Die Druckerpresse, Elektronenmikroskop. Frankfurter. Ihr macht mich fertig. Hört ihr das? Es kommt hierher. Bleibt in die Stuttgart.
Okay, jetzt ist los hier. Runter von der Straße! Wir umkreisen sie! Los! Na los! Wir müssen unsere Shermans beschützen. Das ist Blattfeuer, was wir da hören. Wir müssen eine ihrer Kanonen einnehmen und diese Stukas runterholen. MGs in der Scheune! Scheiße! Alle runter! Wir müssen die Ruhe aufhalten! Markiert sie links und rechts! Los! Oh Gott, nein, scheiße. Da war ich ein bisschen zu greedy. Ja, Leute, Dankeschön. Wir haben irgendwas vor. Alter! Denk sie zurück! Werfe eine Granate! Hätte ich den vielleicht im Leben lassen sollen, oder? Ist hier was drin? Oh, Erinnerung, lol. Die erste. Verbrennt. Die Flagge ist down.
Halten Sie sie auf! 2 Uhr! So, warum, wo ist denn der nächste da? Zerstört. Was ist ein anderer jetzt? Da ist er. Wo schießen die? Hoher Anflug! Hab ich. Der ist auch noch. Gut gemacht, Daniel. Ja, gerne. Hey, das ist Perez. Hey, Perez. Alles okay? Meine Kumpel Mills hat es in einem Hinterhalt erwischt. Aber das haben sie bezahlt. Okay. Durch Parks geschützt. Wir müssen uns darum kümmern. Okay. Pearson, führen Sie ein Schützenteam durch die Plantage und suchen Sie einen Übersichtspunkt. Schwächen Sie die Packs, ich leite den Angriff mit Perret. Ja, Sir. Daniel, Jasmine, Sie kommen mit. Na los. Okay, gut. Erreichen Sie den Aussichtspunkt. Hast du das Memo nicht gelesen? Was sollen wir denn gegen Panzerkiller ausrichten? Verdammt, wäre ich nur schneller an der Flak gewesen. Wäre. Warst du aber nicht. Oder war ich ja nicht. Weil ich ja die Flak gesteuert habe. Hier ist ein Aussichtspunkt. Feldstecher aus. Wir sind der Rest und die Jungs. Okay. Direkt in die Hölle. Wir müssen die Packschützen ausschalten. Na super. Aber was habe ich da oben? Was habe ich da oben für eine Waffe? Ja, ich hab kein... Ich muss mich kurz umbringen lassen, Leute. Weil ich brauch das Scharfschützengewehr, das da oben lag und ich bin einfach runtergerannt. Das war ziemlich dämlich. Oh Gott. Hier vorwärts. Alles sicher. Und was jetzt? Bleiben wir hinterm Panzer. Ups, hätte ich die vielleicht wegschmeißen sollen?
Heilen. Heilen. So. Werfe Granate! Ihr habt keine Chance, Leute. What the fuck? Scharfschützposition einnehmen, okay? Granate geworfen! Was und wo? Mach auf. Okay. Oh, nice. K98 auch noch mit Visier. Entspannt. Hi. Oh, nice. Okay, gehen wir jetzt in die Gräben. Gern geschehen. Feind entdeckt! Runter, runter! Runter. Ah! Gute Arbeit, Kumpel! Der Feind muss gesichert werden! Okay, cool. Ich hab eine Heldentat verbraucht, meine lieben Leute. Ich hab ihn am Leben gelassen. Rüber damit! Und danke. Sammeln sich bei Turner, okay. Hi, Turner. Wo bist du? Turner, Turner, Turner? Da ist Turner. Lieutenant. Still, Offizier anwesend. Ah ja. Okay, zuhören. Charlie Kompanie wird nahe der Kirche angegriffen. Sie brauchen Munition und Feuerkraft. Schicken Sie einen Trupp los. Sir, wir sind schon ausgedünnt. Es geht noch dünner. Ja, Sir. Es geht immer noch dünner. Scheiße. Wir können die Jeeps nehmen, aber wir brauchen Panzerunterstützung. Das ist der Plan. Perez! Pearson folgt Ihnen mit dem Trupp. Geht nicht. Wir haben Befehle von Collins. Wir gehen mit der 11. nach Westen. Verdammt nochmal. Den Jungs, da läuft die Zeit davon. Ihr macht es allein. Nehmt die Jeeps und los. Schnell! Alles klar. Okay. Dann mal los. Charlie hat Scheiße am Arsch und wir haben das Papier. Na los. Hey, der geht ja ganz gut auf vorwärts hier, das Ding. Wo geht's nach Marigny? Folge dieser Straße, es ist das übernächste Dorf. Steile Kurve voraus, sachte. Die Straße gabelt sich nach vorn. Fliehende Deutsche, okay. Vor
Du bist ein Mongo. Du fährst mir auch entgegen. Ups. Okay, das war knapp. Ja, geradeaus, geradeaus. Ist gar nicht so einfach, das Ding hier zu fahren. Dustman, nimm das Lenkrad. Ich übernehme das MG. Bin dran, feindliche Jeeps. Das ist dicht! Alles sicher, okay, super. Dann bist du wieder runter, oder? Ja, dürfen wir. Herkommen! Dieser Stress bringt mich um. Sieh mir jetzt nicht weich, Murphy. Danke für das. Murphy. Danke, Sie, Captain Davis, das war sein Befehl. Okay. Die Sonne geht bald unter. Sie kriegen eine Atempause. Verzeihung, Sergeant? Ja. Die halbe deutsche Armee ist auf der anderen Seite der Gebäude. Sollten wir vielleicht einen besseren Platz suchen für einen Perimeter? Sicher, Private. Vielleicht ein nettes Zimmer im Ritz? Sir. Er hat nur Angst. Vielleicht sollten Sie sich um Ihre Probleme kümmern. Ihre Seite sieht verdammt beschissen aus. Mir geht's ganz toll, Sergeant. Daniels, passen Sie auf ihn auf. Nur Stolz ist gefährlicher als ein Feind im Gebüsch. Ausruhen, Männer. Mach ihn nie bei Sonnenaufgang. Okay. Ich kann nicht glauben, dass ich wieder an Sussmans Seite stehe. Er schlägt sich gut, wenn man bedenkt, dass wir uns gerade meilenweit durch Wälle gekämpft haben. Man sollte meinen, dass Pearson Rücksicht auf ihn nehmen würde. Falsch gedacht. So Leute, das war's mit Part 2. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim, morgen kommt der nächste Part raus, Part 3, die Festung. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, haut rein, bye.